Anfang dieses Jahres wurde im Auftrag der Stadt Lauchhammer ein Quartiersmanagement im Gebiet erweitertes Stadtzentrum installiert. Dazu zählen die Neustädte 1 bis 3. Das Büro befindet sich im Mehrgenerationenhaus Lauchhammer, Alte Gartenstraße 24. Quartiersmanagerin Lilly Teich mit einer ersten Bilanz. Die Bürger beteiligen sich auch schon ganz fleißig. Was wir uns noch mehr wünschen, ist auf jeden Fall, dass wir noch öfter angesprochen werden, auch wenn wir in Lauchhammer unterwegs sind. Sie können jederzeit zu uns kommen mit ihren Anliegen und Wünschen und sich natürlich im Quartiersrat mit beteiligen oder auch wenn wir Veranstaltungen machen, dass sie uns einfach ansprechen und mit uns ins Gespräch kommen. Apropos Quartiersrat. Hier werden noch Mitstreiter aus der Bewohnerschaft gesucht. Natürlich lebt so ein Quartiersrat nur von der aktiven Beteiligung. Und genau deshalb möchte ich diesen Slogan "We want you" nochmal nutzen, um hier wirklich den Aufruf zu starten. Beteiligen Sie sich für eine aktive Neustadt 1, 2 oder 3 oder und 3, um dort auch was zu bewegen. Und genau deshalb brauchen wir Sie, um aktiv im Quartiersrat mit dran teilzunehmen. Bitte melden Sie sich hier bei unserem Quartiersmanagement im Mehrgenerationenhaus und beteiligen Sie sich aktiv. Und übrigens, am 25.08. um 16 Uhr findet hier im Mehrgenerationenhaus die erste Quartiersratssitzung statt. Ich lade Sie jetzt schon recht herzlich dazu auch mit ein, um nicht unbedingt im Quartiersrat, aber um als Bewohner der Neustadt 1, 2 oder 3 dann auch mit aktiv daran teilzunehmen. Zahlreiche Veranstaltungen finden in den Sommermonaten statt und dabei versucht man, ganz neue Wege zu gehen und kreativ zu sein. Am 3. September, da wollen wir uns mit allen Lauchhammeranern auf dem Marktplatz treffen und gemeinsam frühstücken. Wir wollen eine große Tafel platzieren, wo wir gemeinsam frühstücken. Jeder bringt was zu essen mit. Der Bürgermeister wird auch dabei sein und dann können wir uns über alle möglichen Themen austauschen. Und die Kinder sollen gemeinsam eine große Sonne auf dem Marktplatz malen.